Schließe das Burgtor! Ja, kann doch nicht sein, dass einfach irgendwer in meine Burg spaziert und dann macht, was er will. Da braucht man ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem. Früher hat so eine dicke Burgmauer doch noch einiges geholfen. Heute sichert die Telekom mit dem Security Operations Center komplexe IT-Systeme gegen Angriffe. Und wie das funktioniert, schauen wir uns heute an bei den Netzgeschichten. Die Deutsche Telekom geht aus dem größten und modernsten Abwehrzentrum Europas gegen Cyberangriffe vor. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche werden hier sicherheitsrelevante Daten analysiert. Jeden Tag 1 Milliarde aus 3000 Datenquellen. Und wie das alles zu handeln ist und was die rund 200 Mitarbeiter auf den Bildschirmen hier ablesen können, dazu spreche ich jetzt mit Rüdiger Peuskens. Und der hat uns ja auch schon das Darknet erklärt. Vom Darknet zum Security Operations Center. Welchen Hackern seid ihr denn jetzt genau auf der Spur? Also hier im Security Operations Center beobachten wir ja Infrastrukturen und Anomalien dort und suchen eben genau nach Hackern, die versuchen, sich in so ein Netzwerk hineinzuschleichen. Was unterscheidet euch denn vom BSI? Die haben ja auch so ein Abwehrzentrum. Also das Besondere ist, es ist eins der größten, die es weltweit gibt. Es ist das größte in Europa. Es ist vernetzt mit ganz vielen Security Operations Centern, die zur Telekom Security gehören. Hier mit einem Fokus eben genau auf dieses Beobachten von Netzen und das Erkennen von Angriffen. Also wenn man es mit Feuer vergleicht, sozusagen der Rauchmelder, der merkt, da tut sich was, was kritisch werden könnte. Und die große Stärke, die wir hier haben, ist zum einen, dass wir natürlich Teil der Telekom sind und deshalb dieses gigantische Netz der Telekom im Rücken haben und dort sehr viel beobachten können und sehr früh merken können, dass Angriffe sich anbahnen. Und der andere Vorteil ist, wir arbeiten hier ja nicht nur zum Schutz der Telekom selber und der direkt angebundenen Kunden, sondern wir betreiben dieselben Leistungen, diese Beobachtung, dieses Rauchmelder-Tätigkeit auch für andere Kunden. Das heißt, wir sehen sehr viele Infrastrukturen und wenn ich in der einen merke, oh, da ist eine Anomalie, die könnte auf einen Angriff hindeuten, dann kann ich sofort über die anderen hinweg das auch prüfen und bin viel schneller in dieser Alarmierung und dem Erkennen des Angriffs. Weil das ist heute eben der kritische Teil, früh zu merken, dass ein Angriff kommt und jemand versucht, sich bei mir heimlich einzuschleichen. Kann man sich das denn vorstellen wie bei so einer Burg, dass es wirklich eine Mauer gibt und ihr die beschützt oder wie sieht das aus? Ja, nicht wirklich. Also Burg, so das klassische Bild, ist ja was sehr Statisches. Da stelle ich eine dicke Mauer hin und da muss der Gegner gegen anrennen und wenn die dick genug ist, kommt er nicht durch. Heute ist das Ganze ein bisschen dynamischer und da würde ich es eher mit einem Limes, also so einer langen Mauer oder der chinesischen Mauer vergleichen, die ja auch so ein Bollwerk darstellt. Aber das alleine reicht ja nicht, ich muss ja auch die Besatzung haben. Also eine Mauer, auf der oben keine Ritter stehen, kann ich schnell drüber klettern und bin dann doch auf der anderen Seite. Und deshalb haben wir zum Beispiel die Chinesen so gearbeitet, dass sie Scouts weit im Vorfeld hatten, um zu schauen, wann kommt denn wo ein Angriff, damit sie dann halt ihre Truppen an der richtigen Stelle auf die Mauer bringen können. Und das ist so ein bisschen mehr die Logik, die wir haben. Wir versuchen frühzeitig festzustellen, wo kommt denn ein Angriff, wo sehe ich denn so Anzeichen, dass jemand versucht, beispielsweise in unser Netzwerk einzudringen, weil ich dann genau an der Stelle meine Kräfte hinschicken kann, dann kommt das Computer Emergency Response Team genau dorthin und bekämpft diesen Angriff und dann bin ich halt sehr schnell, bevor sich sowas wirklich ausbreiten kann, weil ich es eben frühzeitig erkannt habe. Das ist tatsächlich der Clou hier. Hier in dem Zentrum wird aber jetzt nur verteidigt und nicht irgendwas angegriffen, oder? Richtig, wir sind hier zum Erkennen und Abwehren, aber natürlich gibt es in Telekom Security auch ein Team, was speziell Angriffe durchführt und wir machen auch so ein bisschen Challenges, wenn die Angriffe durchführen, müssen wir sie ja erkennen, ne? Wer ist schneller. Das ist aber ein komplett anderes Thema, würde ich vorschlagen, macht ja noch eine weitere Netzgeschichte von. Welche Instrumente kann man denn jetzt genau an dieser Tafel hier sehen? Ja, zum Beispiel ganz kurz oben sehen wir eine Sicht auf unseren Honeypot. Das ist ein Sensor, da beobachte ich Angriffe, kann ich zum Beispiel Passwortrateangriffe sehr gut studieren und erkennen, hilft uns dann bei der Angriffserkennung. Hier unten ist eine Sicht auf die Bereiche in unserem Netz, die nicht benutzt werden. Da steht keine Dienste, trotzdem sehen wir Verkehre. Das heißt, da kann ich insbesondere Angriffsverkehre sehr scharf sehen, weil kein legitimer Verkehr dort ist. Und was wir auch uns gerne anschauen, ist gerade die Außenhaut von unserem Netzwerk. Sieht man da hinten auf dem Dashboard. Da beobachten wir, was ins Netz reinkommt, schauen, ob da ein Schadcode drin ist und können dann sozusagen bei Downloads auch direkt feststellen, da kommt was Maliziöses ins Haus und können das bekämpfen. Heute haben wir uns die Verteidigung angesehen. Aber wie wäre es denn eigentlich mal mit so einer ganzen Folge über Angriffe im Netz? Bis dahin könnt ihr euch hier oben noch mehr Sachen zum Thema Sicherheit im Netz anschauen. Ansonsten Kanal abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder bei den Netzgeschichten.